man hat halt, jetzt bin ich ein bisschen raus, man hat halt die Chance, wirklich auch mitzurätseln, mitzuraten. Und das gefällt mir an diesem Detektiv-Manga im Gegensatz zur Literatur. Das ist in der Literatur, sage ich mal, ein bisschen auch aus der Mode rausgekommen. Vor allem ist ja auch ganz wichtig oder ganz interessant, wie auch Figuren interagieren miteinander. Die Spannung aus einem Fall kann ja nicht nur daraus gewonnen werden, wie hat der Mörder den Fall begangen, sondern auch, wie interagieren die Figuren miteinander. Ein schönes Beispiel hierfür ist für mich zwar kein Detektiv-Manga, aber ein sehr psychologisch angehauchter Manga, der wirklich von den Figuren lebt, Death Note. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch das kennt. Da geht es halt darum, dass es quasi Totengötter gibt. Und diese Totengötter, die haben die Fähigkeit, in ein Buch reinzuschreiben, wie jemand stirbt und wann er stirbt. Und dann passiert das. Und ein normaler Mensch kriegt von einem Totengott sein Buch quasi so an die Hand und versucht dann eine neue Gesellschaft zu entwickeln. Und ein Meisterdetektiv, der sogenannte, oder er nennt sich selbst nur L, versucht dann quasi diesen Typen ausfindig zu machen und ihm das Handwerk zu legen. Das heißt, ein bisschen hat man schon da wieder die Detektivsituation. Aber das Spannende ist hier gerade so dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen L und Light, dem Light Yamagi heißt er, glaube ich, dem Protagonisten, der halt dieses Totenbuch besitzt. Ein bisschen ist es wirklich so zwei Genies, die in so einer Art, es ist wie ein bisschen wie Schach. Das heißt, man hat wirklich ein Interagieren miteinander, man hat ein Konflikt auch, man hat Arbeit, sage ich, man hat richtig eine Art Kampf zwischen den beiden. Alles verriegelt. Es muss doch ein Mittel, oh, hier können wir wieder was aufbrechen. Sehr schön. Was haben wir hier? Haben wir hier überhaupt irgendwas? Aber wahrscheinlich müssen wir nach lauter Schubladen suchen, die wir aufbrechen können. Also hier in dieser Schublade war jetzt scheinbar nichts drin. Moment, wo haben wir noch Schubladen? Hier müssten wir... Ja, wir haben... Okay, dann muss ich weiter einfach nur nach Schubladen suchen. Hier ist jetzt auch nichts drin. Es ist wirklich... Ja, ich vergleiche es halt mit so einer Schachpartie, wo jeder seinen Zug macht und es wirklich super spannend auch ist und richtig so ein Kampf ist, wer welchen Zug macht und wer mit welchem Zug auch quasi die Überhand gewinnt. Oh, was haben wir denn hier? Die schwarzen Steine sind jetzt weg. Aber wir haben jetzt auch weiße Steine. Ah, hier sind die schwarzen Steine. Die weißen Steine sind weniger als die schwarzen Steine. Reicht das denn jetzt? Oder brauchen wir noch mehr? Ich würde es jetzt mal versuchen. Dieses Puzzle scheint interessant zu sein. Nein, ich habe immer noch nicht genug Teile. Aber okay. Ich habe nicht genügend Teile. Dann schauen wir weiter uns mal um. Ich gehe jetzt mal ganz durch bis zum letzten Zimmer und arbeite mich dann zurück. Es ist halt, wie gesagt, wirklich wie Schach. Es ist das Spiel der Könige. Es ist wirklich zwei Genies, die miteinander in eine Konfliktsituation treten, die in eine Konfrontation treten, die in einen Wettkampf miteinander treten. Es ist unfassbar spannend. Es ist vor allem auch von der Erzählstruktur ganz stark aufgebaut, sage ich jetzt mal. Und es erinnert mich auch an Sherlock Holmes. Es erinnert mich an Sherlock Holmes gegen Moriarty. Zwei Genies, die sich keine Blöße gegenseitig geben, während sie quasi in Kampf miteinander treten und quasi sich versuchen, gegenseitig auszustechen, schlauer zu sein als der andere. Und allein dies erzeugt eine unfassbare Handlungsspannung. Also da braucht man nicht mal unbedingt einen verzwickten Fall. Wenn einfach dieses Psychospielchen zwischen zwei unglaublich intelligenten Leuten gut erzählt ist, dann reicht das allein eigentlich schon aus. Dann ist das allein eigentlich schon ein Spannungsgarant. Und ähnllich vergleichbar ist zum Beispiel auch für mich Liar Game,
wo es halt auch auf eine sehr psychologische Ebene geht. Wobei da auch jetzt nicht so der Detektivaspekt mit drin steckt. Das ist jetzt... Da können wir nochmal was knacken. Oh, da haben wir nochmal weiße Steinchen. Auf jeden Fall super. Reicht das denn jetzt? Hoffentlich haben wir jetzt genug. Müsste ich gleich mal schauen gehen. Und das sind so die Sachen, oder das ist das, was mir an Detektivliteratur fehlt. Dass man einfach auch über die Figuren sehr atmosphärisch und sehr stark werden kann. Es gibt ja auch zum Beispiel Krimis, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann. Also ganz Paradebeispiel dafür sind für mich Tierkrimis, wo dann irgendwelche Katzen intelligenter sind als alle Herrchen um sie herum und dann irgendwie die Katzen Fälle lösen, Krimifälle. Dann gibt es auch einen Schafskrimi, Glenkill, da hieß der erste Band davon, wo Tiere quasi personifiziert werden und dann intelligenter sind als Menschen und dann irgendwie Krimifälle lösen und so Geschichten. Mit sowas kann ich ehrlich gesagt relativ wenig anfangen. Es ist mir auch ein bisschen dann, nicht zu Fantasy, weil ich bin ein Freund der Fantasy, aber zu abgedreht. Das ist mir dann ein bisschen zu... Da habe ich einfach keinen Spaß dran. Los jetzt! Ach, jetzt darf ich? Okay. Wie funktioniert das Ding? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Was ist denn das? Los jetzt! Ja, gut, okay. Vor allem kann man nicht mal die Zahlen so richtig erkennen. Was sollen das denn hier für Zahlen sein, zum Beispiel? Okay, gut. An dieser Stelle informiere ich mich mal, was das kurz für ein Rätsel ist. Ich mache also nochmal hier an der Stelle einen Cut. Informiere mich, was das für ein Rätsel ist. Ich kenne diese Art von Rätsel jetzt einfach mal nicht. Das tut mir leid. Also es erinnert mich ein bisschen an Sudoku. Ich schaue jetzt mal, was ich da für eine Info kriege. Vielleicht frage ich auch Rutger, vielleicht kennt die, weil die macht ein bisschen außer Sudoku noch andere Sachen, die ich nicht mache. Also wie gesagt, dieser Psychokampf ist für mich ganz spannend. Ja, das ist das, was zum Beispiel auch Holmes mit Moriarty hatten. Detektivgeschichten. Eine Sache wollte ich noch ansprechen. Ich glaube, das mache ich noch, damit die Folge so voll ist. Dann habe ich wieder so 2,16er Folgen oder 2,16 Minuten lange Folgen, so rum. Und dann schaue ich mal, wie ich hier wegen diesem Rätsel, dass ich zumindest mal weiß, was das für ein Rätsel ist und wie das vonstatten geht. So, und zwar Serien. Oder was so spannend für mich auch an Serien ist, das ist... Oder beziehungsweise ich fange anders an. Es gibt halt Serien, oder es ist auch wichtig, wie eine Krimiserie aufgebaut ist. Nehmen wir jetzt zum Beispiel so eine CSI-Serie, die tatsächlich für mich ein... Ja, auch wieder so ein bisschen in diese Spannungsrichtung von Sherlock Holmes geht, wobei das nur die Hauptserie CSI Vegas schaffte. Miami und New York waren dagegen wieder zu actionreich für mich. Die Vegas-Serie, vor allem alte Folgen, da wurde wirklich auch die Handlung und dieses Aufbauen des Falles wurde deutlich kreativer gemacht und wurde deutlich mehr auf Handlung und handlungstragend und spannend und geschichtenerzählerisch gemacht. Das hat man heutzutage nicht mehr so sehr. Was von diesem Psychokrimihaften sehr stark für mich ein Paradebeispiel ist Columbo. Wobei das ein unfairer Vergleich ist, weil Columbo war immer, psychologisch war er immer der Starke. Er war der Genie, aber der ist nie gegen ein Genie angetreten. Er hat dann immer versucht, natürlich die mit seinen Psychotricks, die Mörder oder die Verbrecher hinter der Reserve hervorzulocken, hat versucht, die auszutricksen, hat versucht, die quasi auszustechen, hat so mit seinen Spielchen oder hat seine Spielchen dabei so getrieben. Das war schon sehr, sehr spannend und sehr, sehr gut gemacht und sehr interessant gestaltet. Das ist vor allem insofern für mich sehr immer interessant und spannend gewesen, dass Columbo
Ja, und also ich finde, man hat nichts Vergleichbares zu Columbo gehabt. Also gerade so aus der Serienecke. Es gab alternativ, gab es zum Beispiel Magnum, das war auch wieder schon sehr auf Action getrimmt. Aber so richtig Krimiserien, die diesen ruhigen Krimiton hatten, eine Stunde lang, wo es relativ ja ruhig war, wo es nicht so die große Action gab. Mord ist ihr Hobby mit Jessica Fletcher, das ging auch noch in so eine Richtung, wo man wirklich noch, man hatte den Mord, man hat die Gespräche geführt dann mit den Verdächtigen, man hat so Informationen gesammelt, dann hat man quasi auch die Tat analysiert, hat dann versucht, hinter das Geheimnis der Tat zu kommen. Das, also ich habe tatsächlich mehr Mord ist ihr Hobby geguckt als Columbo, weil Mord ist ihr Hobby noch ein bisschen immer einen lustig charmanten Ton dazu hatte. Columbo war sehr düster, möchte ich nicht sagen, aber deutlich nochmal ruhiger gehalten und nochmal deutlich auf das Denken. Heutzutage würde ich wahrscheinlich eher Columbo noch bevorzugen als Mord ist ihr Hobby. Damals war es halt umgekehrt. Und Mord ist ihr Hobby war... Es war unglaublich, wie gesagt, vor allem dann am Ende, wenn dann alles aufgelöst wird oder aufgedröselt wird. Das war halt auch sehr, sehr gut gemacht. Also, es sind halt diese alten Serien. Ich glaube, heutzutage würde das als Serie auch gar nicht mehr so gut funktionieren. Heutzutage, um hier wieder dann auf Dr. House zum Beispiel zu sprechen kommen, heutzutage hat man häufig dieses Murder of the Week, Monster of the Week, Disease of the Week. Also, man hat jede Woche... oder das sind so diese Bezeichnungen heutzutage bei Supernatural, bei Dr. House, bei weiß ich nicht was, ne, hat man immer so dieses, jede Woche halt dieser eine Fall oder jede Woche eine zu bezwingende Sache, deshalb sage ich, die Krankheit der Woche, der Mörder der Woche, das Monster der Woche halt, um bei Supernatural zum Beispiel zu bleiben. Das ist halt ein Schema, was von damals noch stammte, weil da ist es ja auch so, denn jede Woche gab es gab ja nicht so die durchgehende Geschichte über mehrere Folgen hinweg, es sei denn, es gab vielleicht mal einen Mehrteiler mit einem Serienmörder. Aber ansonsten gab es halt wirklich immer nur jede Woche eine Sache. Und das funktioniert, glaube ich, heutzutage als Krimi-Geschichte, wenn man es jetzt in die Richtung von Columbo wieder aufdröseln würde. Heutzutage wird einfach so ein bisschen mehr was Besonderes gebraucht, so ein Ausstellungsmerkmal. Das ist ja bei das, was CSI ja so lange besonders gemacht hat. Da war es ja wirklich so dieses, oder das Ausstellungsmerkmal war da ja zum Beispiel diese Special Effects, die auf diese Beweise dann so getrimmt waren, dass man zum Beispiel, wenn man dann sieht, wenn die über eine Mordtat reden und dann sieht man quasi als Special Effect, wie dann diese Mordtat begangen wird in so einer Art Rückblende mit, Kameraverfolgen der Kugel irgendwie durch weiß ich nicht was. Oder wenn man jetzt auf Law and Order zum Beispiel übergeht, wo man ja diesen Bereich hat am Anfang die Polizeiarbeit und am Ende dann zum Beispiel dieses Gerichtsverfahren, wo auch nicht wirklich die Tiefgeschichte eher ist, sondern eher so auf reelle Leben bezogen mit Twists und Wendungen gespickt. Das heißt, heutzutage brauchen die Serien irgendwie so ein Besonderheitsmerkmal, irgendwas, was die so hervorhebt, was die so herausstellt oder von der Masse abhebt. Es geht nicht mehr nur ums Geschichten erzählen, habe ich das Gefühl. Das ist gar nicht mehr so das Spannende. Oder wird zumindest nicht, oder ja, verkommt als spannender Aspekt. Und das finde ich schade, das finde ich traurig. Ich persönlich habe damit wirklich ein Problem. Also für mich war es halt immer sehr gut gemacht, dass, oder sehr interessant gemacht, dass die Fälle oder dass die Geschichten wirklich dieses Mitraten ermöglichten. Dass es nicht einfach nur, dass da halt wirklich auch ein Fall war, ein kriminalistischer Fall war, den es zum Mitraten und zum Analysieren gab, dass man überlegt hat, wie hat der Mörder das gemacht, wie hat er jetzt alle ausgetrickst, wie hat er sich ein Alibi verschafft und so Geschichten. Naja gut, ich glaube, ich rede ein bisschen um den heißen Brei. Ich habe jetzt alles so mehr oder weniger abgehandelt, was ich wollte. Ich informiere mich jetzt, was das für ein Rätsel da ist. Wie gesagt, kenne ich nicht. Schaue ich mal, ob ich da Informationen zu finden kann, ohne natürlich mich gleich über das Rätsel zu spoilern. Das ist eher für mich, glaube ich, die größte Gefahr. Und dann schaue ich mal, wie ich das mache, weil wenn das... Das sieht ziemlich komplex aus. Das sieht halt
aus, als könnte das echt lange dauern. Ob das die ganze Zeit dann für die Aufnahme geeignet ist oder ob ich das dann irgendwie so mache, aufnehme, aber dann zum Beispiel einen Zeitraffer ablaufen lasse, weiß ich halt auch alles noch nicht. Das muss ich wirklich mal schauen und mir überlegen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt Spaß mit dem, was ihr so gerade zockt. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Ich habe jetzt, glaube ich, gerade mal für 4 Tage meines Urlaubs Folgen. Ich bin begeistert. Das läuft wieder... Oh, Kamera, beruhig dich. Das läuft wieder 1A. So, wie ich es liebe. Bis dann. Tschüss. Ach, Tyrio, the King, has left the building.